Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Festwoche steht in den Startlöchern. Liederkranz mit A Cappella zu goldenem Diplom und fotografische Weltreise in die Moderne der Welt. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zur letzten Tagaktuell-Ausgabe für diese Woche. Ein Trabant auf 3000 Metern Höhe in den Alpen. Eine Kunstaktion, die TV Westsachsen umgesetzt hat, sorgt mittlerweile auch in Italien für Gesprächsstoff. Das Jubiläum rückt immer näher. Udo Rupp-Kalvis hat heute Mittag mit einem der Organisatoren gesprochen. In 14 Tagen ist es soweit. Dann steht das große Jubiläum an. 120 Jahre Zwickauer Hütte. Und ein Herr, der eigentlich schon mit dieser Hütte verheiratet ist, ist Karl Remitz. Hallo. Hallo. Ich hatte das so ein bisschen flapsig gesagt, schon fast verheiratet ist. Aber es ist wirklich so. Karl Remitz und Zwickauer Hütte, wie lange läuft diese Geschichte nun schon? Ja, ich bin dieses Jahr das 5. Mal der Organisator. Also zum 100-Jährigen, 110-Jährigen, 111-Jährigen, 115-Jährigen und jetzt das 120-Jährige. Also ich habe schon wirklich viele Jahre auf dem Buckel. Und die Zwickauer Hütte ist mein zweites Zuhause. Und es ist ja auch ein wunderschönes Zuhause, wenn man da mal so Bilder sieht, das ist ja wirklich malerisch. Und die Hütte bekommt zu ihrem 120. Geburtstag auch noch ein Geburtstagsgeschenk und das haben wir jetzt hier. Was hat es denn mit diesem schönen Räuchermännchen auf sich? Ja, das Räuchermännchen ist extra angefertigt worden von der Mauritius-Bauerei für diesen Anlass. 120 Jahre Zwickauer Hütte und wir übergeben dann unten den Hüttenwart und auch den Bürgermeister und allen, die da unten uns in der Festwoche so geholfen haben, diese tolle Erinnerung des Räuchermännchen als Wandersmann von unserer Stadt. Er ist aber auch ein wunderschöner Kamerad, richtig klasse. Jawohl, hier die Landkarte, Zwickau ist auch eingezeichnet. Ja. Wunderbar, also kann man auch nicht verfehlen. Der Räuchermann mit eingebauter Landkarte. Herr Remitz, sagen Sie mal, wie viele aus Zwickau kommen denn zu den Feierlichkeiten in die Zwickauer Hütte? Also es fahren 3 Sonderbusse von Leistner reisen und dann natürlich viele reisen privat an. Wir rechnen mit 200 bis 250 Leuten aus Zwickau. Das ist eine ganze Menge. Ja. Und die alle werden auch ein ganz spezielles Fahrzeug sehen, was vor wenigen Tagen, Wochen an der Zwickauer Hütte angekommen ist. Haben Sie von dem Trabi gehört, der fliegenderweise in 3000 Meter kam? Ja, es ist einmalig und wir freuen uns schon alle drauf, den dann unten vor der Hütte zu sehen. Ein einmaliges Erlebnis ist das, wie gesagt, dass unser Trabi oben vor der Hütte steht, in fast 3000 Meter Höhe. Fantastisch. Da geht natürlich auch der Dank an alle, die daran mit teil hatten, von der Stadt Zwickau, aber auch natürlich ein großer Dank an den Matthias Dehmer, der zum Beispiel diesen Trabi organisiert hat, an den Stefan Förster, der den runtergefahren hat. Aber um an die Zwickauer Hütte regulär zu kommen, da kann man natürlich keinen Hubschrauber nehmen. Sagen Sie mal, wie kompliziert, wie anstrengend ist es eigentlich, bis da hochzukommen? Ja, unten, wo der Weg hochgeht zur Zwickauer Hütte, steht dran 4 Stunden Wanderzeit. Wie gesagt, für uns Einheimische hier aus Zwickau ist es natürlich die ganze Umstellung, weil der Ort Pfelders liegt schon 1600 Meter hoch und es geht auf knapp 3000 Meter. Es ist schon eine Umstellung, wie gesagt, aber es ist zu schaffen und jederzeit zu schaffen. Und in 4,5 Stunden, denke ich, kann jeder oben sein. Und wir haben noch Plätze frei. Auch Leistner Reisen hat noch einen Bus. Von Mittwoch bis Sonntag oder Sonntag bis Sonntag Plätze frei und unten auch in den Hotels und Pensionen sind auch noch Plätze frei. Also es ist ein einmaliges Erlebnis. Und ich möchte noch was sagen, Samstagabend ist dann unten im Pfelders in dem neuen Kultursaal ein ganz fantastischer großer Abend hier, 120 Jahre Zwickauer Hütte, wo dann alle
alle Zwickauer, sie können doch ganz toll bewirtet werden. Viele Ehrengäste sind da und die Überraschung, ich darf schon sagen, jeder kriegt zu essen und auch zu trinken, allerhand frei. Also ist schon eine tolle Sache. Ah, oh, wunderbar. Möchten wir dann noch auf das Datum kurz eingehen, denn auf dem T-Shirt von Karl Remitz lesen wir hier den 24.07. Da ist allerdings nicht der Aufstieg, der 24., das ist das Gründungsdatum. Das fiele aber in diesem Jahr auf den Mittwoch. Wenn Sie an einem Mittwoch Zeit haben, ja, von mir aus, aber der Aufstieg ist am 26. Am 26. Da wünsche ich ein gutes Gelingen. Bringt mir die Grüße aus Zwickau in 3000 Meter Höhe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Karl Remitz. Dankeschön. Singe wem Gesang gegeben. Diese ersten Zeilen eines Liedtextes von Ludwig Uhland sind längst zu einer Redewendung geworden und oft missinterpretiert. Einige richteten sie als Aufforderung an Stümper, doch lieber nicht den Mund aufzumachen. Für den nachfolgenden Beitrag kann sie eher als unterstreichendes Lob aufgefasst werden. Der Männerchor Liederkranz Zwickau 1843 kam von einem internationalen Chorwettbewerb mit einem goldenen Diplom nach Hause. Zum 11. Mal wurde in Wernigerode das internationale Johannes Brahms Chorfestival inklusive Wettbewerb ausgetragen. In der ersten Juliwoche traten gut 50 Chöre in 10 Kategorien an. Von gemischten Chören über Folklore-Ensembles bis hin zu Jugendchören. Die Teilnehmer kamen aus fast 20 Ländern. Der Zwickauer Männerchor Liederkranz ging in der Kategorie B2, gleichstimmige Chöre, Schwierigkeitsgrad 2, an den Start. Chordirektor Nico Nebe hatte mit seinen Mannen 3 Stücke unterschiedlichen Charakters einstudiert. 1,5 Jahre wurde am Programm gefeilt. Es beinhaltete das zeitgenössische Stück Sanctus, selbstverständlich einen Brahms-Titel, Ich schwing mein Horn ins Jammertal und mit Drunken Sailor einen Shanty. Am Ende stand das Golddiplom der Stufe 1. Und die Vergabe war etwas anders als anzunehmen. Es ist so, dass es bei diesem Wettbewerb keine bronzenen Diplome gab, sondern nur Silber und Goldene. Es waren auch mehr Goldene. Man muss aber dazu sagen, dass sich natürlich alle Chöre, die international anreisen, besonders auf so einen Wettbewerb, auf dieses Ereignis vorbereiten. Und da fährt man nicht einfach mal so hin und sagt dann, ja, wir probieren mal, sondern da bekommt jeder top vorbereitet. Deswegen ist das also auch logisch, dass so viele silberne und goldene Diplome bei dem Brahms-Wettbewerb gegeben hat. Demzufolge hat sich der Grundsatz der musikalischen Arbeit des Chordirektors mehr als bewahrheitet. Denn der lautet: Jeder kann singen und wenn nicht, dann lernt ihr es bei mir. Es ist jetzt unser erfolgreichstes Abschneiden. Außer den regionalen Wettbewerben, die wir schon besucht haben und auch dort schon zum Beispiel Wanderpokal beim Westsächsischen Chorverband mehrfach gewonnen haben, sind wir jetzt das 4. Mal bei einem internationalen Wettbewerb. Nach 1-mal Bronze und 2-mal Silber, jetzt das 1. Mal Gold und das ist für uns ein sehr schöner Erfolg. Was sagt denn Gold in dem Sinne aus, dass man am höchsten singen kann, dass man den Text am besten beherrscht? Oder was zeichnet denn das Prädikat Gold mal für den Laien gesprochen aus? Eine Jury bewertet die Gesangsvorträge der Chöre. Und da sind sehr, sehr viele Kriterien, die beurteilt werden. Die Intonation des Chores, passen die Stimmen zusammen? Wie ist die Ausstrahlung? Wird hoch oder runter gezogen beim Singen? Man muss ja a cappella singen. Und das sind also wirklich ganz viele Kriterien. Und dann kommt am Ende eine Gesamtpunktzahl raus. Und bei Gold, muss ich wirklich sagen, muss ich meinen Männern vom Chor ein großes Kompliment machen. Das ist auf internationaler Bühne wirklich ein sehr großer Erfolg. Also insgesamt gesehen eine Bewertung, auf die alle sehr stolz sind. Das trifft auch auf spontane Aktionen zu. Nach dem Motto, schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen, gab es während des Drehs ein kleines mehrstimmig dargebotenes Ständchen, was von den Passanten mit Beifall und Bravo-Rufen honoriert wurde. Glück auf
und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon. Mehr oder weniger anteilig Schuld an diesem Erfolg hat auch der Vereinsvorsitzende mit seinem umfangreichen Aufgabengebiet. Ja, zum einen die ganze Organisation von Auftritten, von Konzerten, Kontakte herstellen, Netzwerkpflege, aufpassen, dass die Finanzierung funktioniert, der Verein nicht ins Minus gerät und dass die Gemeinnützigkeit erhalten bleibt. Das müssen wir im Finanzamt alle 2 Jahre immer nachweisen. Und dann tritt ja der Männerchor Liederkranz ja auch in einem ganz bestimmten Outfit auf. Wer hat denn das ausgesucht und wer besorgt? Also ausgesucht haben es die Sänger. Der Vorstand orientiert vor, aber die Sänger sind natürlich in der Gemeinschaft dafür zuständig zu gucken, so möchten wir auftreten, so möchten wir uns präsentieren. Und wir gucken dann natürlich, dass wir immer 2 Auftrittsvarianten haben. Einmal für das Klassische, das Getragene, das Festliche und einmal natürlich für die lockeren Sachen. Zum Waldpark singen erlebt man uns im Juni meistens in diesen Outfit, wie wir es jetzt auch anhaben. Im eher schicken Frack können die Zwickauer den frisch gekürten Preisträger auch nochmal erleben. Also das einzigste eigene Konzert, das wir noch haben, ist das Weihnachtskonzert, das wir zusammen mit Belcanto, dem Kammerchor, unserem lieben Partner, gestalten. Das wird also am 2. Adventssamstag in der Nepomuk-Kirche sein, jawohl. Genau. Der Altersdurchschnitt der Männer-Clique, wie sich der Liederkranz selber gerne bezeichnet, liegt bei rund 50 Jahren. Da klingt's schon komisch, wenn sie Nachwuchs suchen. Und zwar jeden Alters. Nur Lust am Singen sollte vorhanden sein. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter diverse Graffiti auf einem Schulgelände in der Seminarstraße angebracht und damit erheblichen Schaden verursacht. Die Täter sprühten mit silbergrauer Farbe verschiedene Schriftzüge und Symbole auf die Tartanbahn, auf den Schulhof sowie an Außenwände und Fenster des Schulgebäudes. Auch Zelte, Pavillons und Tische, die wegen der Veranstaltung von Mini-Zwickau aufgebaut waren, wurden besprüht. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Da es sich dabei zum Teil um verbotene Symbole handelte, wurde gegen die unbekannten Täter Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer die Täter beim Betreten oder Verlassen des Schulgeländes gesehen oder verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts beobachtet hat, möchte sich bitte an die Kriminalpolizei Zwickau wenden. Vor mehr als 4 Jahren ereignete sich in einer Zwickauer Bank eine Auseinandersetzung, die für einen 27-Jährigen tödlich endete. Der junge Mann hatte am 24. Juli 2015 gegen einen Geldautomaten getreten und damit den Alarm ausgelöst. Als die Polizei eintraf, schlug er um sich und wurde daraufhin von den Beamten fixiert. Infolgedessen wurde er ohnmächtig und verstarb daraufhin. 3 beteiligte Polizisten müssen sich nun ab November vor dem Landgericht wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Eine weitere Beamtin wird nicht zum Verfahren geladen. Hier sah die Kammer keine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine Verurteilung, da sie erst am Schluss dazu kam und ihre Handlungen nicht todesursächlich war. Ein medizinisches Gutachten ergab, dass der sehr muskulöse Bodybuilder ein vergrößertes Herz infolge von Anabolika-Missbrauch und Methamphetamin-Vergiftung hatte. Als Todesursache wurde Stress- und lagebedingtes Herzversagen ermittelt. Die Staatsanwaltschaft geht von einer Mitschuld der Beamten aus, die Druck auf Rumpf, Hals und Gesicht ausübten. Werbung. Lust auf Veränderung in den eigenen 4 Wänden mit einer ganz neuen Fensterdekoration? Dann sind Sie im Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf genau richtig. Mit 25 Jahren Fachkompetenz sind wir Ihr Ansprechpartner. Ob Maßanfertigung für jedes Fenster, hauseigener Nähservice, kostenfreies Aufmaß vor Ort, Deko-Ideen für jeden Einrichtungsstil und Montageservice. All das bieten wir. Bei uns erhältlich auch der Gardinenlift. Ermöglicht Gardinen auf- und abhängen ganz ohne Leiter und fremde Hilfe. Möchten Sie Ihre Fenster ins rechte Licht drücken? Mit einer Lichtschlittenmontage ist auch das möglich. Außerdem halten wir den passenden Sonnenschutz für Sie vor. Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf. Direkt neben Sannhaus Mädler. Parkplätze gibt's direkt vor der Tür.
Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur hohen Qualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Zweiradmechaniker, möglichst mit Berufserfahrung, technischem Verständnis und PC-Kenntnissen. Uns liegt die kompetente Betreuung der Werkstatt- und Servicekunden am Herzen. Dafür brauchen wir dich. Wir bieten eine geregelte Arbeitszeit und übertarifliche Bezahlung. Bewirb dich jetzt. Radoase Zwickau, Schumannstraße 12, direkt gegenüber der MOG. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Wahre Stärke kommt von innen. Der neue Citroën C5 Aircross SUV, der Comfort Class SUV. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Die schottische Musikparade aus Edinburgh kommt nach Plauen. Natürlich mit Bagpipes, natürlich mit Drums und mit E-Gitarren. Holen Sie sich jetzt Ihre Karten für die schottische Musikparade am 28. August an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Vor 100 Jahren wurde in Weimar das Bauhaus gegründet. Und auch in Westsachsen haben die Ideen des Walter Gropius ihre Spuren hinterlassen. Nach einer Bauhausausstellung Anfang des Jahres in den Kunstsammlungen widmet sich nun eine Auswahl von Fotografien in der Galerie am Domhof diesem Thema. Der Berliner Fotograf Jean Molitor war mit seiner Kamera beinahe in der ganzen Welt unterwegs, um die Erben des Bauhauses aufzuspüren, auch in Zwickau. Die Pestalozzi-Schule und der Hauptbahnhof sind deutliche Beispiele dafür. Doch Molitor sieht es in Sachen Stilistik nicht so eng. Es muss kein lupenreines Bauhaus sein, damit er auf den Auslöser seiner Kamera drückt. Ja, das ist völlig richtig. Also mein Projekt ist ja, wir bauen jetzt mal ein Haus. Und das sieht man ja auch hier. Wir haben also nicht nur das reine Bauhaus hier, was auch vertreten ist, sondern wir zeigen eigentlich die Formvielfalt, die sich in der Welt verbreitet hat.
Die Ausstellung in der Galerie am Domhof ist bei weitem nicht vollständig im Hinblick auf die Bauhäuser dieser Welt. Dann müsste auch Berlin-Gropius-Stadt zu sehen sein, die ja schon den Namen des Bauhausvaters trägt. Aber wo fängt man an und wo hört man auf? Da fehlt jetzt noch so viel. Ne? Also ich sage, bei den 400 Bildern, die ich jetzt habe, die ich ausstellen könnte, bin ich beim geschätzten Volumen von 1-2%. Nach meiner Recherche. Und die ist noch lange nicht zu Ende. Im Laufe der Jahre ist bei Jean Molitor so einiges an exzellenten Bildern entstanden. Dafür ist er teilweise in die entlegensten Winkel der Welt gefahren, um die architektonische Moderne im Bild festzuhalten. Na gut, ich reise ja schon seit 30 Jahren. Und seit 10 Jahren beschäftige ich mich nebenbei so ein bisschen für diese Architektur. Und die weitesten Reisen kann ich jetzt so nicht sagen, eigentlich überall hin. Grönland, Guatemala, ich weiß jetzt nicht, was so am weitesten weg ist. Japan vielleicht oder so. Und manchmal muss man gar nicht so weit reisen. Eine Fahrt nach Westsachsen kann schon reichen, um die Erben des Bauhausstils zu entdecken. Jean Molitor war darüber selbst erstaunt und genauso erfreut. Na, sagen wir mal so, ich habe gar nicht gewusst, dass hier Häuser sind. Außer dann habe ich gehört durch die Frau Lorenz, dass hier die Pestalozzi-Schule ist. Da bin ich dann hergekommen, weil wir auch in Gera die erste Ausstellung hatten 2016. Und dann haben wir die Pestalozzi-Schule fotografiert und dann so peu à peu stellte sich heraus, dass hier noch ein Haus und da noch ein Haus. Und jetzt haben wir, glaube ich, 7, 8 Häuser hier fotografiert. Was dem Betrachter möglicherweise zuerst auffällt, es sind weitgehend Schwarz-Weiß-Fotografien zu sehen. Vielleicht fällt es aber auch überhaupt nicht so vordergründig auf. Immerhin geht es um die Linien der Architektur und nicht um die Fassadenfarbe. Das ist relativ einfach zu beantworten. Es handelt sich ja hierbei um eine Art Konzeptfotografie. Und der Fotograf weiß eben, dass es gar nicht so einfach ist, wenn ich jetzt zu unterschiedlichsten Tageszeiten oder Witterungen zum Beispiel, ich habe im Kongo bei 40 Grad fotografiert und eine Woche später war ich am Ural bei minus 10 Grad. So, das heißt, die ganze Farbtemperatur, alle Dinge sind so unterschiedlich, dass also praktisch, wenn ich jetzt in Farbe fotografieren würde, kommen noch mehr Problemfaktoren dazu. Das ist also jetzt so ein pragmatischer Ansatz, dass ich mir sage, Schwarz-Weiß würde den Sinn der Serie leichter machen, ne? Oder ich will es ja als Serie zeigen. Und dann ist natürlich so, dass ich ja aus der alten klassischen Fotografie komme und für mich Schwarz-Weiß einfach viel mehr auf den Punkt gebracht ist als Farbe. Also es gibt natürlich fantastische Farbfotografie, aber Farbe muss nicht immer sein. Ich finde also die Reduzierung gerade für dieses Projekt extrem wichtig. Und ich möchte auch, dass die Häuser oder die Abbildungen in gewisser Weise zeitlos sind. Ne? Deswegen also auch der Verzicht auf Menschen und Autos zum Beispiel, weil es mir nicht so sehr um den dokumentarischen Wert geht, sondern eher eigentlich um diesen kulturellen Wert. Ich möchte sozusagen die Häuser so fotografieren, dass der Architekt und der Bauherr da auch gerne drauf gucken würden und nicht mit 1000 Kabeln und Dixi-Klos und Mülleimern und so weiter. Bau ein Haus. Zwickau und die Moderne in der Welt. Zu sehen ist die Ausstellung in der Zwickauer Galerie am Domhof noch bis zum 6. Oktober. Seit Montag ist wieder Spielstadtzeit. Die Geschäfte laufen auf Hochtouren und die Kinder haben viel Spaß. Was noch fehlte, ist ein Bürgermeister für die Ministadt. Seit gestern gibt es ihn. Halt, nein, eine Bürgermeisterin. Sie heißt Sarah und ist bereits ein alter Spielstadthase. Sie setzte sich mit insgesamt 80 Stimmen durch. Punkten konnte Sarah vor allem mit ihrem Wahlversprechen, die Standgebühren auf dem Marktplatz in Höhe von 10 Zwickern pro Tag abschaffen zu wollen. Gestern gab es dann schon die ersten offiziellen Termine. Diese musste Stellvertreter Finn übernehmen und führte am gestrigen Vormittag die Spielstadtunterstützer durch Mini-Zwickau. Am Nachmittag stand für ihn und 2 Stadtratkollegen gleich ein weiterer Termin auf dem Programm, eine Stippvisite mit Rundgang im Rathaus am Hauptmarkt. Finn durfte am Ende sogar mal Probe sitzen am echten Bürgermeisterschreibtisch. In der kommenden Woche warten viele weitere Highlights auf die kleinen Spielstadtbesucher. Geöffnet ist die Spielstadt noch bis zum Freitag, dem 19. Juli, an den Wochentagen von 9 bis 16 Uhr. Werbung. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop.
Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Schuh Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ich komme in den Sportpark wegen meiner Gesundheit. Ich fühle mich sehr wohl. Es ist alles prima. Die Knochen werden entlastet, dadurch schon wieder fit gemacht. Der Rücken, die gute Rückenschule hier, die ist prima. Also mir gefällt es hier ganz toll und mir gefällt hier das ganze Ambiente sehr gut. Vor allen Dingen auch angefangen von den Umkleideräumen, von den Duschen, von der Sauna, vom Saunabereich insgesamt. Also das ist das Tolle hier. Ohne den Sportpark geht nichts mehr. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Landesgartenschau Frankenberg. Bis 6. Oktober erlebnisreiche Tage, zahlreiche Themengärten, wechselnde Blumenhallenschauen, Spiel und Spaß, Live-Musik und Aktionen für Kids. Natürlich mittendrin. Nach dem kompletten Rücktritt des Vorstandes hat der Aufsichtsrat des VfC Plauen beim Amtsgericht Chemnitz die kurzfristige Bestellung eines Notvorstandes beantragt. Dem kam das Amtsgericht mit Beschluss vom 11. Juli nach. Befristet bis zum 2. August bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung übernehmen Rechtsanwalt Herbert Posner, Petra Dick sowie Frank Günther als sportlicher Leiter die sportlichen und finanziellen Geschicke des Vereins. Dies ermöglicht, an der Komplettierung des Kaders für die kommende Oberligasaison zu arbeiten und entsprechende Verträge zu unterzeichnen. Nach einer neunwöchigen Pause geht es an diesem Wochenende auf dem Erftlandring in Kerpen in die dritte Runde der deutschen Kartmeisterschaft. In der Wertung DSKC geht auch Tim Dröger wieder an den Start. Nach dem technischen Ausfall in Wackersdorf will der Sieger des ersten Rennens von Lonato wieder vorn mitfahren. Bei einem internationalen Vergleich konnte der Blauner auf gleicher Strecke bereits vor 3 Wochen gute Erfahrungen sammeln. Ziel ist, auf dem 1107 Meter langen Kurs am Ende auf dem Podest zu stehen und damit auch Platz 6 im Gesamtklassement zu verbessern. Während sich draußen die Temperaturen langsam wieder Richtung Eisessen bewegen, geht's bei den Cracks auf dem Eis schon heiß zur Sache. Die Deutsche Eishockeyliga 2 hat dieser Tage bereits den kompletten Spielplan der kommenden Saison bekannt gegeben. Der ECC Grimmitschau startet zur 52 Partien umfassenden Hauptrunde am 13. September in Heilbronn. Derweil basteln Sportchef Ronny Bauer und Coach Daniel Noth noch fleißig am Kader. Auf deren Wunschliste stehen noch mindestens ein Keeper und 3 Stürmer. Dazu können sie sogar noch 2 Ausländerlizenzen ziehen. Am 10. August soll das Team dann auf dem Marktfest präsentiert werden. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Wir starten mit Regen in den Samstag. Im Laufe des Tages klart es gebietsweise ein wenig auf. Doch schon gegen Nachmittag und Abend erreichen uns erneut Regenschauer, zum Teil auch Gewitter. Die Tageshöchstwerte liegen bei 20 Grad. Die Aussichten? Der Sonntag bringt uns in Westsachsen ein ganz ähnliches Wettergeschehen. Mit Beginn der neuen Woche lässt der Regen aber wieder nach. Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen bewegen sich in den kommenden Tagen um die 20 Grad. Ja, und das war's von Ihrem Abendmagazin Tag aktuell für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende und nächste Woche begrüßt Sie hier wieder mein Kollege Udo Rupp-Kalvis. Aber noch nicht ausschalten, bleiben Sie noch kurz dran, denn jetzt sehen Sie noch einen Programmtipp fürs Wochenende.
Wer träumt als Kind nicht davon, Astronaut zu werden und die unendlichen Weiten des Weltraums zu erkunden? Regelmäßig hört man Berichte und Meldungen von NASA, ISS und Co. Doch scheint dies doch trotz allem sehr weit und fremd für die normale Bevölkerung zu sein. Die gebürtige Plauenerin Annika Mehlis hatte ebenfalls diesen Traum und war schon immer vom Weltall fasziniert. Nun wird diese Faszination Wirklichkeit, wenn auch nur als Simulation auf der Erde. TV Westsachsen hatte nun die Möglichkeit, die 37-Jährige an keinem passenderen Ort als in der Weltraumausstellung in Morgenröte Rautenkranz zu treffen. Wenn auch Sie mehr über die sogenannte Analog-Astronautin erfahren wollen, schauen Sie sich doch unsere Sondersendung an, am Samstag und Sonntag um 20:30 Uhr.